Hallo, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. An alle, die neu hier sind, hallo, mein Name ist Sophie und ich studiere im Moment im vierten Semester Jura an der Universität zu Köln. Und es steht einiges bei mir auf dem Plan, also wir haben jetzt gerade 8.25 Uhr und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Uni, denn um 8.45 Uhr beginnt meine erste Vorlesung für heute. Das Europarecht, die geht von 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr. Und bei mir ist ja jetzt bald die Klausurenphase. Also ich habe ja auch schon eine Klausur geschrieben und die anderen schreibe ich in 2 Wochen, in weniger als 2 Wochen. Unter anderem halt eben auch Europarecht. Ich habe die Hoffnung, dass er was eingrenzt. Und deswegen ist diese Stunde heute voll wichtig, um zu wissen, was man lernen soll. Das machen leider nicht viele Professoren, aber ich meine, er würde das machen. Und das ist natürlich für mich jetzt gerade sehr nice. Ich hoffe, dass es halt auch wirklich, tut. So. Habe auch schon mal gehört, dass ein paar Professoren halt bluffen und sagen, ja, das ist ausgeschlossen. Und im Endeffekt kam es halt dann doch in der Klausur dran. Also kann man sich da auch nie sicher sein. Danach wollte ich auf jeden Fall in die Bib gehen, denn ich muss noch einen Fall bearbeiten und ausformulieren und schreiben. Den schicke ich dann meinem Nachhilfelehrer, damit er das Ganze mal korrigiert. Da bin ich mir sehr gespannt drauf. Ich habe mir den Fall noch nicht angeguckt. Ja. Der korrigiert ja auch Staatsexamen. Ich sehe das manchmal bei ihm auf Instagram und da rutscht mir das Herz immer in die Hose. Ja, mal gucken, wie das dann wird. Das wollte ich auf jeden Fall danach machen. Und danach habe ich von 14 Uhr bis 15.30 Uhr Verwaltungsrecht BT, also besonderer Teil. Anschließend gehe ich mit ein paar Freunden in die Mensa. Dann setzen wir uns nach draußen und spielen ein paar Gesellschaftsspiele. Und gut, dass ich das gerade sage, weil ich hätte vergessen, das Gesellschaftsspiel, was wir spielen wollten, mitzunehmen. Deswegen packe ich das gleich auf jeden Fall jetzt noch ein. Und dann habe ich auch schon um 17.45 Uhr Verwaltungsprozessrecht, also bis 19.15 Uhr. Also ich bin heute wirklich den ganzen Tag in der Uni. Ja, aber ich dachte, es ist vielleicht ganz cool, euch da mitzunehmen. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr auch gerade in der Klausurenphase seid, weil ich glaube, wir gehen alle gerade da durch, oder? Aber es sind ja nur noch 2 Wochen, Leute, ne? Einmal jetzt die Augen zu und durchbeißen. Ich muss auch sagen, ich hatte gestern einen richtig krass produktiven Tag. Also nachdem ich ja in den letzten Videos so einen kleinen Durchhänger hatte, geht es mir jetzt gut. Also ich bin motiviert. Ich mache mich aber jetzt auch auf den Weg und wir sehen uns dann gleich. Girl, you give me feelings in the summertime. Something about the weather in July. But I'm about as fickle as the sands of time. So I don't wanna call you mine. There's a little ember in my heart that flickers. Nothing seems to cultivate the flame. I don't got a problem making conversation. Sorry, but that's where it's gotta stay. Don't wait for me. Also ich habe noch was gegessen, gekocht. Ich muss auf jeden Fall heute oder morgen noch das Badezimmer putzen, das große hier. Und wollte gleich auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Und dann muss ich ganz, ganz viel lernen. Ich weiß nicht, ob ich das heute überhaupt so richtig hinkriege. Ich habe mir letztens Karteikarten gekauft für Familien- und Erbrecht. Die Klausur schreibe ich ja nicht nächsten Mittwoch, aber danach den Mittwoch. Und ich bin ein bisschen in Panik, denn wie könnte es auch anders sein? Ich habe mir Konzerttickets für Amsterdam gekauft. Ey, das ist wirklich so krass mit mir und dieser Stadt. Also ich, keine Ahnung, wie kann man nur so begeistert sein von einer Stadt? Ich weiß es nicht. Fragt mich was anderes. Aber ich freue mich voll, weil ich, keine Ahnung, ich verbinde einfach Amsterdam auch so krass mit Ed Sheeran und seiner Musik. Weil als dieses, ich glaube, das Divided-Album war das, dieses blaue, wo so Shape of You, Happier, Perfect und sowas alles drauf waren. Das Album kam raus, als ich zum allerersten Mal mit meiner Familie nach Amsterdam gefahren bin. Und da habe ich Perfect and Happier halt 24/7 gehört, auf der Fahrt dahin. Und keine Ahnung. Ansonsten kennt ihr ja bestimmt auch alle den Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und er spielt ja auch in Amsterdam zum Teil. Und da läuft auch, und da ist auch ein Lied in dem Film mit drin. Das ist All of the Stars von Ed Sheeran. Und da singt er halt auch zum Beispiel I can see the stars over Amsterdam. Und ich weiß nicht, also irgendwie, das ist so, ich wollte unbedingt zu diesem Konzert, weil halt Ed Sheeran mit allen seinen Alben auf Tour geht. Also der geht jetzt nicht nur mit dem neuesten Album auf Tour, sondern mit allen gleichzeitig. Und deswegen werden halt von allen Alben halt dann Lieder gespielt. Und deswegen wollte ich halt unbedingt zu diesem Konzert, weil ich halt sein Neues gar nicht so krass jetzt höre in letzter Zeit, aber halt so voll viele von den alten Liedern habe, die mir so voll viel bedeuten. Und deswegen
Genau, dadurch, dass ich es halt auch eben so krass mit Amsterdam verbinde, seine Musik, ja, kam es für mich nicht in Frage, da irgendwie in Deutschland hinzufahren. Und deswegen, genau, habe ich mir ganz spontan jetzt noch Konzertkarten für Amsterdam geholt und musste erstmal gucken, wie ich da hin und zurückkomme. Also das war wirklich ein Akt. Jetzt habe ich meine Schwester überredet, dass sie mit mir dahin fährt, und Freunden von ihr aus der Uni. Aber meine Freunde, das Problem ist halt, das ist halt alles, ich weiß nicht, 3, 4 Tage vor meiner ersten Klausur. Ist das eine smarte Entscheidung von mir gewesen? Wahrscheinlich nicht. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, also eine Klausur, die kann ich jedes Jahr nochmal neu schreiben, falls ich sie wirklich verhauen sollte. Mal abgesehen davon, dass es Familienerbrecht und da hat bisher jeder, mit dem ich drüber geredet habe, mir von abgeraten, sie zu schreiben, weil die Klausur wohl der reinste Horror sein soll bei dem Professor und da eh jeder durchfällt. Also von daher, ob ich durchfalle und nicht nach Amsterdam gehe oder ob ich durchfalle und nach Amsterdam gehe, tut dann da auch nichts mehr zur Sache. Aber selbst wenn, wie gesagt, eine Klausur kann ich nächstes Jahr nochmal schreiben, das ist kein Weltuntergang. Aber das Konzert wird es ja nur noch, also wird es ja nicht jedes Jahr genauso geben. Und dementsprechend, ja, bin ich froh, dass ich die Gelegenheit auf jeden Fall auch mitnehme. Und im Endeffekt, es ist halt nur ein Abend. Also der eine Abend wird jetzt nicht der entscheidende Abend gewesen sein, der dafür sorgt, ob ich die Klausur jetzt durchfalle oder nicht. Deswegen, genau, rede ich mir das alles so ein bisschen schön und hoffe, das wird einfach. Aber ja, für dieses Fach, also Familien- und Erbrecht, habe ich mir auf jeden Fall jetzt von Altmann Schmidt so Karteikarten geholt. Die habe ich bei einer Kommilitonin von mir gesehen. Die hatte die nämlich in der Vorlesung mit dabei. Dann habe ich mir die mal kurz angeguckt und die fand ich eigentlich ganz gut. Da ist alles auf 32 Karteikarten zusammengefasst. Also wahrscheinlich, ja, ist es nicht so krass in der Tiefe, wie es zwingend eigentlich sein müsste. Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen stehen da drauf und keine Ahnung, mal gucken. Ja, wie die Klausur dann wird. Ich meine, ich spare mir halt im Endeffekt, die Karteikarten haben jetzt 11,90 gekostet oder so. Aber wenn ich halt bedenke, wie lange ich selbst gebraucht hätte, um die Karteikarten zu schreiben, hätte ich dafür länger als eine Stunde gebraucht. Und ich rechne das immer so in meinem Kopf, wenn ich für Sachen Geld ausgebe, zum Beispiel wie jetzt für die Karteikarten. Zum einen ist es halt eine Investition in meine Bildung, aber zum anderen ist es halt 11 Euro. Das ist ja, halt, glaube ich, jetzt so, wie im Moment halt der Mindestlohn circa ist. Und in einer Stunde hätte ich nicht alle Unterlagen raussuchen können, um diese Karteikarten so zu schreiben. Deswegen ist es auch okay, auch wenn man denkt, okay, für 32 Karteikarten ist es echt ein bisschen übertrieben. Aber guck mal, das sind schon viele Karteikarten. Man denkt gar nicht, dass es nur 32 sind, weil irgendwie. Das ist so ein fetter Stapel, da denkt man irgendwie, das wäre mehr. Aber ja, auf jeden Fall das dazu, das als kleiner Update. Ich habe auch übrigens jetzt schon meine Kurse in Sevilla gewählt. Ich mache mir da jetzt keine Hoffnungen, dass ich da reinkomme, weil das sind halt immer nur so voll die kleinen Kurse. Deswegen haben die nur voll wenige Teilnehmer, die halt eben aufnehmen. Und da ist halt das Ding, dass die ganzen Sevilla-Leute vorgezogen werden vor uns. Und dementsprechend. Ja, ist das wohl auch oft so, dass man halt die Kurse online belegt, dann da ankommt und die einem sagen, nee, ist nicht, du musst nochmal alles neu belegen. Deswegen, genau, aber ich kann euch ja mal sagen, was ich mir geholt habe. Das ist lustig, weil das Mädchen mit den Karteikarten hat mir gerade geschrieben, uff, hast du die Altklausuren angeguckt? Die sind nicht ohne. Da redet sie auf jeden Fall von ja, der Klausur Familien- und Erbrecht. Ja, auf jeden Fall. Meine Kurse sind einmal Derecho de Trabajo, del Trabajo, also so Arbeitsrecht. Dann mit Telekommunikation und neuen Technologien, also Recht der Telekommunikation und neuen Technologien. Einmal eine Einführung ins Marketing, weil das ist voll cool. Weil das läuft ja nicht wie hier, dass man dann ein Staatsexamen macht, sondern man macht halt Bachelors und da kann man halt auch ein BWL, Jura, Bachelor machen oder halt so, also so verschiedene Mischmasch-Sachen. Und deswegen konnte ich halt auch Fächer belegen, die man jetzt hier zum Beispiel gar nicht so belegen kann. Und deswegen halt auch Marketing. Dann halt Kriminologie, Methodenzeugs und dann einmal noch Theorien zur Kriminologie. Genau, das sind so die Sachen, die ich gewählt habe. Wie gesagt, mal gucken, ob ich da reinkomme, ob ich überhaupt auch nur in einen Kurs davon reinkomme. I am.
Ich habe gerade noch meinen Schlafanzug an. Aber es ist ein Paket angekommen. Ich habe mir einen Pulli bei Zalando bestellt. Ich habe den nämlich auf Pinterest gesehen. Ich wusste direkt, okay, der wird safe von Mango sein, weil ich habe so einen ähnlichen, nicht so einen ähnlichen, der geht so ein bisschen in die Richtung und der war halt auch von Mango. Und ich habe halt gesehen, allein schon vom Stoff her, der sieht genauso aus. So von der Qualität her. Und dann war ich so, okay, ich guck mal, ob ich den bei Mango finde. Und Tatsache, er war tatsächlich von Mango. Aber bei Mango war der schon komplett ausverkauft. Und dann habe ich das Ganze einfach im Internet eingegeben und dann habe ich gesehen, dass es den bei Zalando noch gab. Leider nur in der Größe XL, das ist der Pullover. Aber ich dachte mir so, okay, komm, der war eh reduziert. Ich probiere es einfach und ansonsten kann ich ihn ja auch wieder zurückschicken. Eigentlich mag ich sowas nicht. Eigentlich kaufe ich nur Sachen, wenn ich mir sicher bin, dass ich sie eben nicht zurückschicke. Aber bei der Größe muss ich vielleicht echt mal gucken. Aber er fühlt sich echt nice an. Und diese Pullis generell, diese Art von Pullis von Mango, die haben einfach so eine heftige Qualität. Ich probiere den jetzt mal an und dann zeige ich ihn euch. Ich muss tatsächlich sogar sagen, ich finde es schon sehr cool, dass er so oversized ist. I like. Hätte ich gar nicht mit, also ich habe mitgerechnet, dass ich ihn mag, aber ich hatte Angst, dass ich ihn dann trotzdem nicht mag, weil er mir dann doch zu locker ist. Aber schon ganz cool. Nicht mit dieser Hose. Es ist auch echt gerade viel zu warm. Wir haben gerade 32 Grad draußen und das bedeutet, dass es in meiner Wohnung 40 Grad sind. Aber ja, ich finde es sehr cool. Gefällt mir echt. Kann ich nur empfehlen. Streifen sind ja generell im Moment voll krass im Trend. Die kommen dieses Jahr richtig. Und ich glaube, der ist auch gerade so im Herbst und sowas richtig nice. Aber ich bin voll glücklich. Mich macht das richtig glücklich gerade. Sowas muntert mich in der Klausurenphase auf. Eigentlich bin ich kein Käufer, der kauft unter Stress und sowas und sich meint, damit belohnen zu müssen. Aber ich fand den echt toll. Und ich weiß, ich werde ihn lieben. Und gerade mit Streifen, der ist so zeitlos. Davon werde ich sicherlich die nächsten Jahre auch noch was haben, deswegen ist es okay. Der hat jetzt 30 Euro gekostet und neu hätte der, also er war neu, aber halt ohne Sale hätte der 40 Euro gekostet. Genau. Ich kann euch nochmal einen ähnlichen zeigen, den ich habe. Dann wisst ihr, was ich meine und dann wisst ihr auch, woran ich das am Stoff erkannt habe. Den habe ich letztes Jahr geholt. So sieht er aus. Und der war auch richtig im Hype. Den gab es auch noch mit schwarzen Streifen und oder mit dunkelblauen und ich habe es dann im Endeffekt schon fast bereut, den genommen zu haben. Aber der ist auch cool. Die sind beide sehr cool. Genau, aber das ist auf jeden Fall der andere. Und ihr seht ja, der Stoff ist super ähnlich. Und die Qualität von diesem Stoff ist einfach so geil. Also falls ihr jemand so einen Pulli bei Mango sehen solltet, fasst den mal an, zieht den mal an. Es fühlt sich einfach nur heftig an. Und ich habe sogar noch so eine Leinenhose. Ich glaube, damit sieht das auch ganz cool aus. Genau. Yes. I really like it. Aber was ich don't like, ist das Chaos hier überall. Schaut es euch an. Aber gut, ich bin noch gerade in der Klausurenphase. Das rechtfertigt eigentlich gar nichts, aber vielleicht ja doch. Ja. Ach Mann. Das geht irgendwie alles gar nicht in meinen Kopf rein. Ich denke gar nicht, dass du jetzt wirklich weg bist. Vielleicht noch kurz vor eins. Ich muss in 40 Minuten weg. Aber ich muss kurz noch also komm, weil du kannst von da den Bus nehmen. Wenn ich will, müsste ich jetzt eigentlich gar nicht hier sitzen, sondern in der Bib sein und lernen. Wir müssen, was wir machen müssen, wir müssen, erstens müssen wir richtig viel FaceTime, ich werde dir alles zeigen. Und, also im Dezember müssen wir uns auf jeden Fall sehen, wenn du da bist. Also wirklich. Und dann komme ich dich besuchen. Wir müssen das wirklich machen, was du meinst. Kannst du nach Amsterdam kommen? Kannst du nicht einfach im Dezember noch da sein? Ich kann einfach dich da besuchen, weil dann habe ich auch was von deinem Stellau. Ja, du kannst auch gerne Flüge erzählen. Ich habe geguckt, die Flüge, ich habe schon geguckt, die Flüge nach Norwegen sind einfach arschteuer. Ja. Nach Bergen. Das heißt irgendwie 600 Euro oder so. Ja, das ist echt. Vor allem von Spanien dann noch, ne? Das ist ja noch mal ein bisschen weiter. Ja, aber guck mal, hier passt ja sogar noch, also so noch Bikinis und so weiter, das noch rein. Das ist halt auch nicht mal gequetscht, sondern das ist einfach nur so ein riesen Pulli. Du wirst die Zeit deines Lebens haben. Du wirst auch die Zeit deines Lebens haben. Ja, aber erst nachdem ich die Panik meines Lebens hatte. Du wirst die Zeit deines Lebens haben, wenn ich wieder hier bin. Und dann, weißt du, so im zweiten Semester, wenn so alles chillig ist bei dir. Ich hoffe. Sieht doch scheiße aus gerade. Ja, nein. Ich glaube, jeder sieht von unten scheiße aus. Boah, ey, wenn diese Bahn gleich wieder einen Unfall hat, dann raste ich aus. Schatzemaus, pack doch deinen Koffer. Willst du es heute Nacht machen um drei oder wann ja, willst du es machen? Was soll ich jetzt noch einpacken? Unterwäsche.
Ja, aber das, die Unterwäsche kommt in den anderen Koffer, weil ich muss jetzt erstmal. Warte, ich zeig dir jetzt, wie es geplant ist. Und zwar habe ich. Da soll was rein? Da soll alles rein, was in den ersten Koffer kommt. Ich bin der zweite Koffer. Big Blue Bag. Das heißt, wir müssen erstmal den Koffer vollpacken, dann alle Sachen davon hier rein, aber halt so diese Pullis, weil ich will jetzt nicht meine Unterwäsche. Also habe ich das jetzt umsonst gepackt? Genau. Aber ich packe das dann auch so, mach mal ein Foto davon, ich packe das genauso, dann wenn ich wegfliege. Kannst du dir dann in meinem Vlog, nee, das wird später online kommen, dann bist du schon in Norwegen, wenn der online kommt. Krass, ey. So sieht der aus. I sent you a screenshot of it. Perfekt, danke. Die Hose, die nehme ich mit. Und dann kannst du den heute Abend dann noch packen oder so. Also oder soll da noch, ich will die gerade. Also das Ding ist, ich nehme halt, guck mal, ich ziehe meinen Mantel an im Flugzeug. Mhm. Meine Schwester meine dicke Winterjacke, ist die noch hier? Oh nein, die muss ich auch noch mitnehmen. Scheiße. Oh. Und dann diese Jacke. Die müssen beide mit? So, weil ich brauche halt schon so eine Jacke, die nicht so mega für Winter ist. Aber die Jacke, ja doch. Also die Jacke. Aber die sind auch beide so kurz und die sind beide so, die gehen beide nicht über den Po. Ja, ich nehme halt noch meinen fetten Mantel mit. Diesen braunen, weißt du? Und die Jacke, die ist halt schon, die hält schon echt gut warm. Okay. Genau. Ich mach mir Sorgen um dich und deine Nieren. Aber die richtig die Mom. In den Koffer. Also die beige kommt vielleicht schon noch in den Koffer. Und aber die müssen halt jetzt auch in die Tasche dran rein. Okay. Und eigentlich muss ich halt diese Jacke, ich glaube, ich nehme die noch mit. Diese Tommy Hilfiger Jacke von mir. Ich kenne keine Tommy Hilfiger Jacke von dir. Es ist halt so Regen-Dings auch nochmal ein bisschen. Jetzt vielleicht, wenn es noch nicht ganz so kalt ist, weißt du? Aber da regnet es halt jeden Tag. Lisa, ich glaube, egal wie warm es ist, es wird wahrscheinlich trotzdem zu kalt für die sein. Aber jetzt gerade sind das 20 Grad oder so, glaube ich. Ja, aber da kannst du ja auch mit dem Pulli dann rumlaufen. Da ja, brauchst du ja dann nicht extra Jacke. Aber ich mag die Jacke. Aber die hat ja nicht mal eine Kapuze, die schützt dich doch gar nicht vor Regen. 16 Grad! Ja, das ist für die schon ich zu kalt. Oslo, wenn ich da ankomme. 19 Grad am Donnerstag, 20 Grad am Freitag, hallo? Guck mal, da kann man... Ja, aber das ist doch wirklich unnötig, Lisa, oder nicht? Ja. Oder glaubst du? Vielleicht schon. Ich kann mich so viele Sachen aufregen auf diesem Kleiderbügel, das ist ja schon... Alter, was hast du damit gemacht? Oh Mann. No. Och Mann. Das ist zu viel hier. Ich wollte jetzt nicht Geld dafür ausgeben. Der vielleicht Stapel passt doch gar nicht mehr in deine Tasche rein. Ja, vielleicht die Jacke zieht nur manchmal so um. Mit dieser Jacke. Ich hätte, ich bin ja komplett verloren. Ehrlich. Wirklich. Exactly what to say to keep me